Hallo liebe Klemmersteinfreunde, ich bin Axel von Steinreich TV und heute habe ich ein kleines Set für uns und zwar habe ich wieder von Wecki ein Set. Was hat denn das für eine Nummer? Das muss ich gerade mal gucken, die 506174. Von denen hatte ich euch vor ein paar Monaten jetzt schon hier so ein kleines Buch zur kleinen Meerjungfrau vorgestellt. Hier, da ist die Meerjungfrau mit Beinen und dann konnte man das hier so aufklappen und da drin ist dann so diese Unterwasserszene hier mit der Ariel und dann konnte man das noch weiter aufklappen und dann hat man hier das von der anderen Seite gesehen und so weiter. Also dieses und hier hinten kann man es auch noch aufklappen und da ist dann noch die Statue drin. Ja, das ist das. Das ist The Little Mermaid, das Buch dazu. Und im Prinzip genau das gleiche habe ich jetzt hier in diesen Tüten von Cinderella. Genau. Ja, und es ist jetzt gut, dass ich das hier habe, weil ja, das ist hier die Abbildung, die wir da hinten haben. So soll das Ganze nachher aussehen. Wir sind gespannt. Es gibt wieder zwei große Stickerbögen. Das ist der große Nachteil hier von diesem Set. Ja, das Ganze gibt es hier noch von Alice im Wunderland. Das habe ich leider nicht. Das gefällt mir richtig gut. Und so die ganzen anderen Wecki-Sets hier. Also bisher, was ich von Wecki gebaut habe, hat mir sehr gut gefallen. Und dementsprechend erwarte ich da hier ein ähnliches Bauergebnis. Und das ist ja auch richtig cool geworden. Da habe ich auch nicht alle Aufkleber aufgebracht. Aber da habe ich tatsächlich ein paar auch über mehrere Steine drüber gebaut. Weil ohne Titel sieht das Buch halt einfach nach nichts aus. Das wird hier beim neuen Set genauso sein. Das ist da der große Nachteil. Wenn das noch bedruckt gewesen wäre, dann wäre das natürlich absolute Bombe gewesen. Ja, muss man halt mit leben. Was haben wir denn hier? Ja, das war auch beim Ariel-Set sowas dabei. Ich weiß immer noch nicht, was das ist. Da ist ein Briefumschlag drin, hier mit Cinderella drauf. Und da ist dann auch hier wieder so ein Text drauf auf Chinesisch und Deutsch. Thank you for support, Fairy Tale Town Series, bla bla. Ich weiß nicht, ob das irgendeine Crowdfunding-Sache war, aber naja, ja, nicht so wichtig. Wir bauen jetzt hier unser Büchlein. Das sollte uns jetzt nicht so schrecklich lang beschäftigen. Ich weiß nicht genau, wie viele Teile es hat. Es hat nicht so viele. Ja, ihr seht es ja, es ist jetzt nicht besonders groß, aber schön. Und deswegen los geht's, damit wir es endlich dastehen haben. So, der erste Bauabschnitt ist fertig, die ersten paar Tütchen. Von hinten sieht es noch nicht nach viel aus, aber wenn wir uns umdrehen, dann haben wir schon hier eine hübsche Treppe nach oben, einige Goldteile. Also richtig hier mit Säulen und so, das finde ich richtig cool. Hier haben wir einen Leuchtstein drin. Gucken wir mal, ob wir den auch ankriegen. Ich drehe da dran nicht rum, ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst, dass dann diese Farbrolle, an der der hängt, dass ich mir die kaputt mache, statt dass ich das Licht anmache. Was wir natürlich auch viel haben, sind Aufkleber. Hier die ganzen roten Teppiche überall auf den Treppen und hier auf der Brücke und da hinten an der Wand. Ja, ich habe Aufkleber aufgebracht. Und eine Sache stört mich jetzt, dass hier das Fenster halb verdeckt ist von dem
von der Seitenwand, aber so sollte ich es aufkleben. Also ich bin ganz doof, dann ärgert es mich noch mehr, aber nein, das stimmt, so sollte ich es aufkleben. Naja, ja, ansonsten, es sind GoBrick-Steine, also von daher, da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Ich habe aber jetzt auch keine Kratzer oder so entdeckt und hier, wie gesagt, hier Metallic Gold, wunderschön. In allen möglichen Stellen, hier, da unten, überall, da außen. Also da hat es richtig schön Metallic Gold Teile dabei. Ja, insgesamt schönes Ding bisher. Wenn mir gefällt mir jetzt die Unterwasserwelt besser. Also, das Licht leuchtet. Theoretisch funktioniert es also. Man kann es auch. Ja. Man hat sich gerade gedreht. Einbauen, dass man die nicht die Blättchen vorne dran hat. Aber egal, jetzt wie gesagt, ich will das nicht riskieren, dass das hier kaputt geht. Ist eher Spielerei wie wirklich was man praktisch jetzt wirklich anmacht. Ja, und jetzt kommt Bauabschnitt 2 und dann die Figuren noch und dann sind wir schon durch. So, und fertig sind wir jetzt mit dem Cinderella-Book hier von Wecki. Ich weiß immer noch nicht, wie viele Teile es sind, aber ich habe auch nirgends die Angaben gefunden. Ich habe schon mal geguckt. Die sind auch in meiner Google-Tabelle, in meiner Datenbank leider auch ohne Zahlen eingetragen. Also das ist wohl nicht ganz so einfach, das rauszufinden, wenn man nicht selber zählen will. Und da hatte ich ehrlich gesagt noch keine Lust. Wir haben Figuren gebaut. Und zwar haben wir hier Aschenputtel. Aschenputtel hier mit Aufdrucken, hier zerfetzter Schürze und so weiter. Hier hinten auch bedruckt. Das ist die. Die gehört hier hinten rein. Da ist die Besenkammer, der Ofen, die Küche und hier der Vogel, wo ihr beim Linsen oder Erbsen oder was tun zu sortieren hilft. Und hier das Kleid von ihrer Mutter, das dann nahe zerstört wird. Das ist die Kammer von ihr. Und hier oben haben wir den gläsernen Schuh. Hier haben wir einen Aufkleber, der leider farblich nicht den Steinen entspricht. Und drunter haben wir die Kürbiskutsche angedeutet. Das finde ich richtig cool und da kann man auch reingucken. Und wenn man jetzt da die Figur entsprechend platziert, könnte man da auch die Cinderella drin sehen. Ich drehe es ein bisschen, dann kann man. Könnte, so. Also wenn die Figur. So könntet ihr das sehen, wenn man die Figur innen drin so hinstellen könnte, dass man die Figur sieht. So ist es hinten auf der Anleitung eigentlich dargestellt, aber da ist keine Noppe, wo man die Figur platzieren kann. Deswegen habe ich es auch nicht gemacht. Dann haben wir hier den Verschluss und hier unseren Prinzen, der auf dem Balkon steht und Ausschau nach und seiner Traumfrau hält. Genau, das ist das. Auch hier wieder Aufkleber hier um die Ecke und hier, aber hier keine Farbunterschiede. Olé, super. Na, ist ein bisschen schade. Finden wir hier da oben der Glasschuh und dann machen wir auf. Schauen wir rein. Und da haben wir die hübsche Cinderella und dann haben wir da unsere Szenerie, wo sie da die Treppen hochläuft in dem Fall.
ein bisschen Grünzeug drumherum, das ist wieder für die 3D-Wirkung richtig cool. Da vorne die Uhr, wenn es 12 schlägt, eigentlich soll sie jetzt runterrennen, die Treppen wegrennen, weil gleich schlägt es 12 und dann muss sie wieder flüchten, bevor der Zauber seine Wirkung verliert. Das ist richtig cool gemacht. Sind natürlich alles Sticker. Mit einer Ausnahme hier, das auf dem Kleid, das ist ein Print. Fragt mich nicht, warum ausgerechnet das ein Print ist und alles andere sind Sticker. Das hätten sie sicher auch hingekriegt als Sticker. Genau. Und ja, kann man wieder so aufklappen und so aufklappen. Einmal mit Hintergrund, mit Vordergrund, einmal ohne. Also das ist wieder wie üblich. Die Cinderella hat, seht ihr die Ärmel von ihr? Die hängen so ein bisschen runter, die sind so richtig breit. Das finde ich eigentlich ganz, ganz, ganz witzig, ganz cool gelöst. Habe ich so persönlich noch nicht gesehen. Genau, da hinten ist der Prinz von hinten, der da runter guckt. Genau, hier der Leuchtstein, wieder auch außen, wieder viel Metallic Gold und so. Also richtig schön umgesetzt. Beim Prinzen hier übrigens. Das ist so ein bisschen weich, diese Halskrause. Die ist ganz witzig. Wobei da der Hals dann sehr kurz wird und der Kopf ein bisschen locker sitzt. Überhaupt bei den Figuren. Die Oberkörper sitzen sehr locker hier auf den Unterteilen. Sowohl bei den Mädels als auch beim Prinzen. Das ist nicht ganz ideal. Aber das ist auf jeden Fall hier das Cinderella-Set. Ich finde es nicht ganz so schön und aufwendig wie jetzt hier das von der kleinen Meerjungfrau. Weil da finde ich halt schön, dass die Figur hier ihren Platz einfach hat und also hier so praktisch einen vorgegebenen Platz. Auch wenn diese Verzierung hier vorne gern mal abfliegt. Aber es ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber da fand ich das Ganze noch ein bisschen, ein klein bisschen besser gelöst. Ich finde es schade, dass hier auf der Brücke hier, wo der Aufkleber drauf ist, da ist halt keine Noppel, dass man die Figur hier hinstellen könnte, dass man sie auch hier in dem Kutschenfenster auch wirklich gut sehen könnte. Ist halt nicht so. Ist ein bisschen schade. Das hätte mir jetzt hier eigentlich zugesagt. Das hätte ich mir da eigentlich gewünscht, aber ansonsten gibt es da eigentlich wenig zu meckern. Und wie gesagt, Steinequalität ist hervorragend. Sind Gobix-Steine. Wir haben viele, viele Metallic-Gold-Teile und so weiter. Also das finde ich richtig schön. Ich sehe auch nicht wirklich Kratzer oder sowas. Also da scheint es auch bei Gobix irgendwie Unterschiede zu geben. Kommt es dann doch drauf an, wer es verpackt oder so. Ich weiß es nicht, was dahinter steckt. Aber so ist es halt. Genau. Also, das sind die Wecki-Märchenbücher. 2 von 3. Wie gesagt, Alice in Wunderland gäbe es noch. Das hat dann diese Rosendornen noch ein bisschen mehr. Und da geht noch ein bisschen mehr im dreidimensionalen. Das sieht noch am aufwendigsten aus. Aber die 2 sind auch richtig schön. Ich würde sagen, das ist ein klein bisschen noch aufwendiger wie das. Allerdings hat das 3 Figuren, das nur 2 und da hinten halt diese Statue, die goldene, könnte man auch noch als Figur zählen. Sowohl hier diese Ariel mit Beinen als auch hier das Aschenputtel hat nicht wirklich einen Platz im Set. Also die kann hier zwar da hinten ran, aber da ist ja sind ja keine Noppen, wo man sie irgendwie hinstellen kann. Aber die gehört auf jeden Fall dazu, was hier drin ist. Genau. Also, ich bin auf jeden Fall ziemlich happy. Das ist ein kleines, hübsches Set. Und sieht halt richtig schön aus, wenn es dann fertig ist. Und zum Bauen hat es auch richtig Spaß gemacht. Also von daher rundrum richtig schön. Und ich kann es eigentlich nur empfehlen. Also wenn ihr das irgendwo seht, irgendwo kriegt,
Schlag zu, das lohnt sich auf jeden Fall. Es ist ein richtig, richtig nette kleine Sets für zwischendurch, die sich dann auch später gut im Regal machen, finde ich. Genau, also das. Ich hoffe, euch hat mein kleines Video hier von so Special Interest Set gefallen. Ich hoffe, ihr honoriert das, euch gefällt das. Nicht nur die Klopper, die Großen, die Bekannten, sondern dass bei mir auch immer mal wieder irgendwas eher Unbekanntes zwischenrein gibt. Das macht mir einfach Spaß und ich hoffe, euch auch. Genau, also das war's von mir für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen, wie gesagt. Wenn ja, dann gerne mal einen Kommentar da lassen und schreiben, was ihr davon haltet. Und ansonsten gern natürlich ein Abo, ein Like und vor allem schaut beim nächsten Mal wieder rein. Viel Spaß mit euren eigenen Bauprojekten. Bis dahin, euer Axel von Steinreich TV. Tschüss!